Lieber Gerhard, wie du siehst, sind hier der Präses des deutschen CVM und ich extra angetreten, um dich zu grüßen, dir zu danken für alles, was du getan hast im deutschen CVM, weit darüber hinaus im internationalen Bereich. Deine Impulse, auch die natürlich von deiner Frau Margarete mitgetragen worden sind, sind weit ins Land gegangen, haben uns viel Segen gebracht. Vielen Dank dafür. Wir wünschen dir Gottes Segen für den nächsten Abschnitt. Wir sehen uns ja an vielen Stellen. Freut uns, dass du weiter verbunden bleibst. Und ich grüße dich mit Johannes 15, Vers 18, wo Jesus sagt, ich habe euch erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe. Und das ist die Gewissheit, dass das dir auch gilt. Hallo Gerhard, ich kann mich eigentlich ja den Worten des Generalsekretärs nur anschließen. Auch ich habe mich immer wieder gefreut, dich zu sehen, dir zu begegnen, und zwei Dinge sind wir da sofort jetzt natürlich auch in den Sinn gekommen. Zum einen ist das dieses Miteinander für Europa, was du ja ganz stark mitgefördert hast und auch doch in den CVM so stark mit hineingetragen hast, und da natürlich auch jetzt die Weltbundlosung, auf dass sie alle eins seien, auch ein Stück weit nochmal so mit ganz konkretem Leben erfüllt hast. Und das andere ist dieses geistliche Miteinander natürlich auch der AG-Vereine im deutschen CVM. Ich glaube, das ist zu einem riesen Gewinn auch diese geistliche Bewegung innerhalb der AG-Vereine für den deutschen CVM geworden. Und von daher kann ich dir einfach nur danken, dass du genau dieses Ziel auch entsprechend der Pariser Basis so in den CVM mit eingebracht hast, mit deiner ganzen Persönlichkeit und mit all deinen Gaben. So grüße ich dich herzlich, wünsche dir alles Gute, Gottes Segen. Du gehst ja nicht in den Ruhestand, sondern du bist ja weiter fürs Jesus und das Reich Gottes unterwegs, und da freue ich mich. Vielen Dank. Ciao. Ciao.